Irgendwie sieht Cortex in diesem Teil noch grenzdebiler aus als vorher. Oh Gott. Bleibt ihr da hinten stehen, das ist gut. Dann kann ich mir ein bisschen. Haha. Jo. Ach, die Musik ist geil. So, jetzt muss ich mir überlegen. Ich muss ein bisschen. Ich darf die Kamera echt nicht drehen, ne? Okay. Hat ein Verfolgerlevel so an sich, ja. Oh, ein Checkpoint. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass hier links und rechts vielleicht ein bisschen was versteckt ist teilweise, oder? Ja, ich habe 3 Leben, das finde ich schon mal schön. Was ist das denn? Ach, jetzt kommt's. Toll, da kommen die da rausgerannt. Ich dachte, da könnte ich vielleicht reingehen. Da kommen die da raus. Oh. Die spawnen aber auch erst, wenn du auf der Höhe stehst, krass. Oh. Okay. Oh. Wie viel habe ich denn jetzt? Einer fehlt mir noch. Ich hoffe, dass ich den noch nicht verpasst habe. Oh. Was ist das denn gewesen? Hä? Du hingst fest, ne? Ja. Was oh. denn? Ich, wenn ich gleich sterbe, wo fange ich dann an? Die Befürchtung habe ich gerade, dass ich nicht hier anfange. Darfst du das wahrscheinlich erst nochmal machen? Oh nö. Na gut, nützt ja nichts, aber. Ach, aber das schaffst du, komm. Solange du ein bisschen Abstand zu denen hast, dann können die dich auch, glaube ich, nicht festbacken oh irgendwie. Gott. Wow! Das ist krass. Hagammer. Oh, habe ich noch ein nulltes Leben? Wie ist denn das hier? Ja. Oh Gott. Also abwechselnd links, rechts, ne, so. Ja. Eieiei. Ah, schon fies. Total. Totally. Na gut. Gut, gut, gut. Mhm, gut, gut. Nimm die Seite, glaube ich. Ja. Oder so. Ich hätte gerne noch einen Checkpoint und ein Leben, wäre auch geil. Oh Gott. Boah. Checkpoint. Ey, gut. Oh, Sicht ist anders. Sehr schön. Kriege ich noch wo? Da geht's rein in die Höhle. Ich möchte noch einen Edelstein. Du hast doch einen bekommen auf der Strecke. Ja, aber es fehlt mir noch einer in diesem ganzen Bereich. Dann, wenn ich den noch hätte, dann hätte ich alle. Oh, kann ich hier noch zurück? Nee. Vielleicht kommt er ja, nachdem du durch die Tür gegangen bist. Vielleicht kommt hier noch was. Das wäre schön, ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ah, ich glaube, da kann ich mich dran erinnern. Aus dem Stream von Dennis. Oh, ich dachte gerade, ich wäre tot. Ist das ein neuer Bereich? Ja. Jetzt bin ich wieder im ersten Bereich. Also hier, hier fehlt mir aber auch noch einer. Leben. Okay. Okay. Also habe ich jetzt leider einen Edelstein verpasst. Das Level werde ich immer noch mal machen müssen, aber nicht heute. So. Ach, und man kommt da jetzt nicht wieder zurück irgendwie, oder was? Auf Umwegen. Das ist ganz blöde gelöst in diesem Spiel. Man muss da 1000 Umwege gehen, um in die alten Bereiche zurückzukommen. Okay. Das ist echt ein bisschen doof. Ja, das Spiel hat so ein paar Macken. Das ist leider so. So. Der Zuzui hat mich übrigens wieder zum Grübeln gebracht. Was hat er denn geschrieben? Der hat irgendwo, letztens hat er was gesagt oder geschrieben, dass er erstaunlicherweise bei seinem letzten Crash 1 Durchlauf besser mit dem Spielzeug gekommen ist, als er Crash 3 probiert hat. Was mich wieder zu dem Grübeln bringt, ob ich doch lieber Crash 1 erst machen soll und dann Crash 3. Also, du kannst natürlich gerne Crash 1 spielen, ne? Aber... Ich finde das nie gut. Ich finde das bestimmt gut. Ich glaube, mir zweifle, dass du es gut finden wirst. Das ist das Problem. Ja. Also ganz ehrlich, ich weiß, wie du Crash spielst und ich kenne deine Herangehensweise und ich glaube, du wirst verzweifeln, wenn du Teil 1 jetzt als nächstes spielen wirst. Aber du kannst es natürlich gerne machen. Weil Dennis sagte zum Beispiel, dass er bei den Reliktrennen irgendwie teilweise mehr Probleme hatte als in Crash 1 überhaupt. Also... Es kommt drauf an, also wenn du ganz normal nur ein Saphir-Relikt kriegen willst oder wenn du auf Gold-Relikt aus bist, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja, aber ich brauche ja Gold, wenn ich alles machen soll. Ne? Ja, Gold brauchst du für die 103%, das ist richtig. Das ist halt die Frage, will ich die machen? Eigentlich ja, willst du. Du möchtest auch bei Crash 1 die 100% machen, weil sonst ist das witzlos, das Spiel. Dann kriegst du es auch ganz... Also wenn du nicht die 100% willst bei Crash 1, dann ist es echt billig. Dann kriegst du es auch ganz einfach hin, ja. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der immer unbedingt die Challenge haben muss, aber ja. Aber bei Crash ist das schon eigentlich fast ein Muss. Ja, das stimmt schon. Moment, Cutscene. Oh, Crash. Morgen ist Markt und meine Wumperbäume wachsen nicht, weil mein Obstgarten voll mit gefräßigen Würmern ist. Wenn du die Plage beseitigst, gebe ich dir diesen Energiekristall. Ich bin ein böser Wissenschaftler, was erwartest du denn? Das ist doch kein Spiel. Das finde ich so geil. Ich habe so ein bisschen was verstanden, ja. Das war gerade so ein bisschen, ja, ich sag mal so rollenspielmäßig. Wenn du für mich diese Erdwürmer hier beseitigst, kriegst du ein Geschenk von mir, so ungefähr.
Und dann macht Cortex, schießt ihn halt tot und sagt, wieso, das ist doch hier kein Rollenspiel so ungefähr, das ist, ich bin böser Wissenschaftler. Das hier ist immer ein Crash-Spiel so ungefähr. Da wird's das, fand ich, das fand ich ja bei Ankh am Anfang auch so geil, als ich das bei dir geguckt habe, den ersten Part, wo dann so ein bisschen halt so diese Gauner, da diese Einbrecher fragen kannst, wie das Spiel so funktioniert. Ja. Ich dachte eigentlich, ich müsste die mit Bauchklatscher kaputt machen, aber es geht ja nicht. Ach, muss einfach drauf springen. Muss ich dich mitnehmen? Oh, das hätte mir auch mal einer sagen können. Und dann muss ich hier. Ja, toll. Aber du hast doch alle. 15 von 15 stand da gerade. Ja, ich hab nicht. Ja, nee. Ja, da stand zwar 15 von 15. Aber das war 15 von 15 nicht getroffen. Achso. Kann ich das Spiel nochmal wiederholen? Ja, danke. Ich dachte, du hättest alle erwischt. So. Das ist doch locker zum Schaffen. Ja. Wenn man denn weiß, wie es geht. Ich dachte, ich musste da mit Bauchklatsch. Bisher musste ich immer Bauchklatsche auf diese blöden Würmer machen. Ich hoffe, dass es hierfür den letzten Edelstein gibt. Dann habe ich wenigstens im ersten Bereich alles. Ja, aber der, der die Belohnung geben könnte, der ist ja tot. Ja. Komm schon! Ja, Cortex. Komm schon! Ich finde das geil, so, das war ja auch in der letzten Aufnahme schon, die wir hatten von Alien, dass ich jetzt mittlerweile, wenn wir so Gastaufnahmen bei Alex, oder wenn ich Gast bin bei Alex, kann ich immer so ein bisschen mittlerweile was hören vom Spiel. Mhm. Weil wir das jetzt so machen, dass ich dem Fernseher einfach ein bisschen Ton gebe und der wird praktisch wahrscheinlich über mein Mikro oder entweder über die Cam, weiß ich nicht, aufgefangen. Und so siehst du das. Aber du hörst jetzt aber nicht den Ton auch noch zusätzlich über Kopfhörer, nee, oder? Nee, ich höre den auch vom Fernsehen mit. Das, weil ich könnte ja demnächst, wenn wir bei mir was aufnehmen, das auch versuchen irgendwie. Ja. Dass ich das dann über den Laptop laufen lasse ein bisschen. Wobei der natürlich näher dran ist als ein Fernseher jetzt. Mal ja, mal, ich guck gerade, ob ich hier irgendwo den Edelstein verpasse. Das möchte ich natürlich nicht. Mhm. Aber ich sehe gerade keinen. Ich gehe mal weiter. Ich auch nicht. Hallo Cortex. Achso, ich muss dich wieder mitnehmen. Ich finde das so geil. Ich finde dieses Wegschmeißen finde ich so geil. Hier dieses, warte mal, wie geht das nochmal? Wie ging das nochmal? Nee. Wie schmeiße ich denn Cortex nochmal weg? Checkpoint eingesammelt. Ich weiß gerade nicht, wie das... Ach, da kommt schon der Endgegner. Scheiße, dem... Scheiße, da musst du noch... Ich guck nochmal. Danach kommt ja sicherlich nicht nochmal was. Nee. Ne? In dem Der Endgegner ist saugeil. Das ist mein Lieblingsboss in diesem Spiel. Hm. Komm, irgendwo muss doch hier noch ein Edelstein sein. Bitte, 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 bitte. Rick hat auch zu mir gesagt, am Ende, wenn ich hier nochmal ankomme, kriege ich noch einen Edelstein. Also eigentlich müsste hier noch einer sein. Ich gucke mich nochmal hier um. Kann ich über den Zaun rüber? Kannst du da unten den Zaun rüber? Ich darf über den Zaun rüber. Oder, dann ist da bestimmt irgendwas. Darf ich in die Hütte rein? Nein. Kann ich da noch weiter? Bin bei so Türen immer unsicher, ob man die noch irgendwie aufmachen kann. Sieht fast so aus, oder? Links? Also wenn ich hier runterspringe, bin ich ja wieder ganz am Anfang. Das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Ja, aber da hast du doch, da fehlt dir doch auch noch ein Edelstein, hast du eben gesagt, oder nicht? Ja, das ist ja der erste Bereich hier praktisch. Jo. Problem ist, wenn ich jetzt hier runterspringe und dann da hinten den Edelstein, dann komm ich Bist hier. Du dir sicher, dass du in das Haus nicht reinkommst? Ja. Kannst du Cortex nicht gegen die Tür schmeißen oder so? Nee, das funktioniert leider nicht so. Schade. Hier muss doch noch einer sein. Ich würde auch jetzt irgendwie so denken, dass der irgendwie über uns wäre oder so. Kann ich denn die... Schiebe ich dich mal dahin? Was bringt mir das hier? Da ist ja nichts drin, ne? Da oben in das kleine Fenster kommst du auch nicht rein, ne? Es ist zu klein. Zu klein. Kannst du die Heuballen nehmen und wie Cortex über den Zaun werfen? Die kann ich leider nicht anpacken, ne? So. Ist das nochmal ein Checkpoint? Oh, komme ich her, ne? Schade. Ich dachte, ich hätte noch einen kleinen Weg gefunden. Was war das jetzt? Ein Checkpoint? Ja, den kann ich anscheinend immer wieder aktivieren. Oder ich bin vorhin einen anderen Weg lang gegangen, kann auch sein. Was war das denn für ein Symbol, was da gerade... Ja, das ist so ein automatisches Speichersymbol. Also die sehen jetzt auch anders aus, die Checkpoint-Kisten. Das ist alles anders. Auch die Synchronstimme alle anders. Das ist alles scheiße. Nein, alles scheiße. Musst du den vielleicht irgendwie wieder von den Toten erwecken, dass du den kriegst? Du meinst, wenn ich den Endgegner besiegt habe? Oder? Nee, den da hier, den kleinen. Ach, den da hier? Jetzt, ja. Kannst du mit dem noch irgendwas machen, doch? Ich glaube, der ist tot. Tja. Der hat sogar noch so ein paar Zuckungen teilweise. Ja. Ja, siehst du, der lebt noch. Nee, da hinten sind aber noch Kisten drin. Die wären doch nicht da. Naja, gut. Ich kann natürlich die ganzen Hühner mal hier umbringen. Aber da hinten in dem einen Dingens, in der Höhle,
Ja. Da sind nur noch Kisten drin. Und du bist doch hier jetzt nicht gerade wieder gestorben. Das heißt. Das ist nur die Kiste, die ich aktiviert habe. Das ist diese Pyramidkiste. Okay. Mhm. Waren in der Höhle noch irgendwie hoch, runter, noch irgendwas? Da war nichts mehr, glaube ich. Nee, ne? Irgendein Geheimgang links? Ich glaube, ich gehe gleich zum Endbosch und dann. Ich werde die Level irgendwann sowieso halt nochmal neu machen müssen. Jo. Na gut. Aber sowas finde ich immer ärgerlich, ja, wenn man so Sachen dann nochmal neu machen muss, was man schon mal gemacht hat. Dafür quasi. Kann ich euch mal eben kurz zeigen hier. Dafür habe ich wenigstens hier in dem zweiten Bereich alle und im dritten Bereich habe ich alle. Mir fehlt praktisch hier in diesem ersten Bereich, wo wir jetzt ja wieder sind, in Sanity Island. Da fehlt mir einer und hier in dem letzten Bereich mit dem Dorf, wo wir gerade waren, da fehlt mir auch einer. Also ich habe in dem ersten Bereich, also in der ersten Welt, sag ich mal, praktisch bis auf zwei Edelsteine alle gefunden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja echt nicht schlecht. Das geht doch. Musst du denn deine ganzen Sachen alle nochmal machen demnächst, wenn du da drin bist, in den Leveln? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Wie schmeiß ich dich denn nochmal weg? Zwei Tasten gleichzeitig irgendwie? Ich überleg. Tastenkombi. Schultertasten gleichzeitig alle? Springen und dann schmeißen, okay. Hä? Es ist nur die Frage, kann ich dich hier irgendwo hinschmeißen, wo mir das was bringt? Nö, eigentlich nicht. Kannst du den da oben nicht reinschmeißen in dieses Haus da? Da war so ein kleines Fenster. Kann ich hier drauf? Nee. Nee, das Fenster ist auch viel zu klein. Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich kann natürlich versuchen, hier drauf zu springen, aber... Kann ich sogar. Kannst du auf den Baum da jetzt drauf noch weiter? Ich glaube, das war nicht so geplant. Sah aber geil aus. Ja, war nicht schlecht. Cortex, ich lasse dich einfach mal hier unten. Oder kannst du irgendwie den Wasserboiler da irgendwie von diesen Holzstützen da irgendwie... Hier, nee. Dass der aufplatzt und dass da der Edelstein drin ist? Nee, also meistens sind die auch zu sehen, die Edelsteine, wenn man welche kriegen kann. Ja. Ich mache jetzt einfach erstmal den Endgegner. Vielleicht gibt's ja noch eine Erklärung. Ich sag's euch, ihr Jungs wart klasse, echt klasse. Ich meine, wer hätte gedacht, dass zwei Todfeinde wie ihr so gut im Team arbeitet? Nette Hütten, so viel zu sehen, so viel zu zerstören. Das eingeborene Dorf, die Lavahöhlen, die Totemgötter. Ja, bei uns in der 10. Dimension gibt es nicht so was Schönes wie die Totemgötter. Die leuchtenden Farben, die komplexen Schnitzereien, die sehen fast lebendig aus. Yeah! Fast? Genau, als wären sie lebendig. Yay! Jetzt kommt geile Mucke. Ah, wie ging denn der nochmal? Ich würde mal schätzen, irgendwie draufhauen. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Erstmal muss ich ausweichen. Ich weiß, dass er jetzt irgendwie rumbatscht, genau. Ah, an den kann ich mich auch erinnern, ja. Irgendeine Stelle muss ich ihn praktisch, glaube ich, mit Cortex beschmeißen. Ich guck nur einmal kurz hier eben rum, ob ich hier vielleicht zufällig irgendwo einen Stein rumliegen sehe. Aber vielleicht bekomme ich den auch tatsächlich... Für den? Ja, wenn ich ihn besiege. Ja, so, jetzt komm mit, Cortex. So, wie war das jetzt? Ah, ja, genau. Da muss ich dich... Ja, genau, ich muss Cortex in sein Maul schmeißen. So, dann kommt ihr Penner hier. Kleine Mini-Tote. Es ist ja auch irgendwie interessant, dass Vögel, die ja eigentlich fliegen können, trotzdem auf so komischen Schwebedingern sitzen. Ja, das stimmt. Faules Pack. Oh, 5 Leben hast du? Wie hast du die denn bekommen? Ja, da waren eben ein paar Kisten. Zwischenzeitlich kommen ja auch ganz gut Leben. Ja, komm, mach dein Maul auf. Mach's Maul auf. Ups, das ist nicht sein Maul. Und sagen sie, nicht zu schnell werden. Gut. Ich bin natürlich mit Cortex im Schlepptau langsamer. Och Mensch, das war doch eigentlich ein Treffer. Ach, war echt knapp. Na gut. Ich habe keinen Akku mehr. Ich muss schon bei diesen Armbändern, die er da hat, muss ich irgendwie an Tombi denken. Ja, okay, ja. Ach, ich finde die Musik so schön. Ja. Hat so ein bisschen was Indianermäßig so. Ich finde das wie voll cool. Zu diesem Zeitpunkt ist übrigens noch keine Folge von Twin Sanity hochgeladen. Richtig, richtig. Es läuft noch Ankh. So, er hat getroffen. Ich muss erstmal noch Silent Hill 3 zu Ende gucken. Nee, musst du nicht.
Doch. Doch. Vorher fange ich nichts anderes an. Da, 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 da. Ach, schön. So, einmal müsste ich eigentlich nur noch treffen. Die Musik ist auch nicht schlecht, ja, das stimmt. Und die Eis aus der Eiswelt, die ging die mir sowas von auf die Die ist auch nervig, gebe ich dir recht. Vor allem, wenn man die so lange hören muss, weil man hält sich ja auch ein bisschen auf in der Welt. Ja. So, mein Freund. Jetzt solltest du Geschichte sein. Zacka! Wow. Muss ich deine Kinder noch umbringen, oder war's das jetzt? Muss ich deine Kinder noch umbringen? Es sieht so aus, als müsste ich sie noch umbringen, oder was? Dann bring die Kinder um. Nee, sie fallen zusammen. Haha!